Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute mal wieder zusammen Mathematik und wir schauen uns heute die positiven und die negativen Zahlen an. Das machen wir in Vorbereitung für den Themenbereich rationale Zahlen und heute sind wir so ein bisschen grundsätzlich. Also, ihr kennt das schon und zwar kennt ihr ganz viele Zahlen. 1, 2, 3, 37, 48 und so weiter. Und all diese Zahlen, die nennen wir auch natürliche Zahlen. Die natürliche Zahlen. Okay. Und die haben eben die Eigenschaft, dass sie alle positiv sind. Es gibt dann aber auch die negativen Zahlen. Und die sind relativ einfach herauszufinden, denn die haben ein Minuszeichen davor stehen. Sowas wie minus 1, minus 2, minus 3, minus 37 oder minus 48. Und die nennen wir negative Zahlen. Okay, das war doch erstmal ganz einfach. Weiter geht's. Nun schauen wir uns die natürlichen Zahlen, also die positiven Zahlen, einmal am Zahlenstrahl an. So, hier haben wir die 0 und dann geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ihr ahnt es. So funktioniert der Zahlenstrahl. Das kennen wir ja. Wir fangen links an und dann werden die Zahlen immer größer. Das ist absolut richtig, aber wir können das Ganze noch ein bisschen erweitern. Das machen wir jetzt. Nun rückt die 0 in die Mitte. Und dann sieht es wie folgt aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Das kennt ihr auch noch. Das sind wieder die natürlichen Zahlen oder die positiven Zahlen. Im Zahlenstrahl können wir jetzt aber auch nach links gehen. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 und so weiter. Und hier dann nochmal zur Erinnerung, das hier sind dann die positiven Zahlen, positive Zahlen und die nennen wir auch natürliche Zahlen. Und das hier, das sind die negativen Zahlen, weil sie immer ein negatives Vorzeichen, das Minus davor haben. Ein bisschen eine Besonderheit ist die 0. Die 0 gehört auf gar keinen Fall zu den negativen Zahlen, aber manchmal wird sie bei den positiven Zahlen mitgezählt. Bei mir nicht, aber da sind wir Lehrer manchmal ein bisschen unterschiedlich. Okay, hätten wir das auch und jetzt schauen wir uns an, wofür wir das überhaupt brauchen. So, ihr seht hier einen positiven Zahlenstrahl, beziehungsweise das Negative ist nicht aufgebaut und wir wollen damit jetzt eine ganz simple Aufgabe rechnen, weil es erstmal nur ums Prinzip geht. Wir wollen nämlich rechnen 5 plus 2. Klar können wir das im Kopf, aber darum soll es hier gar nicht gehen. 5 plus 2 heißt also am Zahlenstrahl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mehr brauchen wir ja nicht, dass ich also hier 5 und dann plus 2, also 5 plus 2. So, und dann kann ich das ablesen, 5 plus 2 sind 7. Okay, so funktioniert das mit dem Zahlenstrahl. Machen wir das nochmal, rechnen wir 3 plus, was nehmen wir? 2. So, dann machen wir es hier dann nach unten. Also erst 3 und dann nochmal 2 dazu. Also hier sind es 3, hier sind es 2. Und dann kommt da 3 plus 2 ist 5. So kann man wunderbar am Zahlenstrahl rechnen und so habt ihr das wahrscheinlich auch irgendwann mal in der Grundschule gelernt. Okay, und das ist deswegen sinnvoll, so vorzugehen, weil das mit den negativen Zahlen wunderbar funktioniert. Das schauen wir uns jetzt an. Nun schauen wir uns das am Zahlenstrahl an. Zwei einfache Beispiele. Danach geht es ohne weiter, keine Sorge. Wir rechnen minus 3 plus 5. Und was rechnen wir noch? Minus 2 plus 1. Okay, so. Also bei minus 3 geht es los. Plus heißt, wir gehen auf dem Zahlenstrahl nach rechts und das fünfmal. Also
1, 2, 3, 4, 5. Dann kommen wir bei der 2 an und das Ergebnis ist eine 2. Okay, schauen wir uns die untere Aufgabe an. Minus 2 plus 1. Wir starten bei minus 2 und gehen nur einen einzelnen Schritt. Ja, alles klar. Ergebnis minus 1. Okay, so funktioniert es am Zahlenstrahl. Jetzt machen wir das mal ohne. Zum Schluss noch ein paar Aufgaben zum Denken. Also ganz einfach. 5 plus 3. Zwei natürliche Zahlen. 5 plus 3 ist 8. Alles klar. Nochmal. 5 minus 3 ist, glaube ich, auch ganz einfach 2. Okay, das war klar. Jetzt ein bisschen komplizierter. Ich habe minus 3, also 3 Schulden, und ich zahle 5 aufs Konto ein. Dann müssen wir von minus 3 bis zu 0 3 rechnen und dann bleiben noch 2 über, die in den positiven Bereich gehen. Alles klar, nochmal, minus 1, diesmal habe ich einmal Schulden, plus 4. Das heißt, ich muss wieder einen Schritt zu 0 gehen auf dem Zahlenstrahl und dann kann ich 3 in den positiven Bereich gehen. Okay, machen wir es ein bisschen komplizierter. Dieses Mal habe ich minus 1 Schulden und es kommt nochmal 1 Euro Schulden dazu. Was ist das denn? Also Schulden plus Schulden. Klar, das bleiben Schulden. Dann gehen wir nämlich auf dem Zahlenstrahl nach links und dann kommt da minus 2 raus. Können wir auch in Klammern setzen. Okay, noch eine Aufgabe. Minus 7 plus minus 3. Ich habe 7 Euro Schulden. Es kommen 3 Euro Schulden dazu. Macht dann 10 Euro Schulden. So, das muss man ein bisschen üben. Wenn man das aber begriffen hat, dann ist das eine ganz, ganz einfache Sache. Das ist die Grundlage für den Bereich rationale Zahlen und damit fangen wir in dieser Einheit an und in den nächsten Videos werden wir uns das ganz genau anschauen. Okay, das war's.